Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Krypto-Podcast. Hier mit dir und mir, Annette Janik, die Kryptopreneurin. Ich sitze heute hier, du hörst es vielleicht im Hintergrund am Strand von Limassol. Wundere dich also nicht, wenn du Meeresrauschen hörst oder Menschen, die sprechen und sich an einem herrlich, ja, sonnig werdenden Tag erfreuen. Unser heutiges Thema soll sein, als Einführung, was ist Bitcoin, was ist Blockchain und was ist Mining? Diese Begriffe sind dir wahrscheinlich schon mal untergekommen und lösen eigentlich mehr Fragen aus, als sie beantworten. Und deswegen einfach mal ein kleiner Abriss, was genau das eine und das andere miteinander zu tun hat. Nun, Blockchain zunächst einmal ist eine riesengroße Datenbank. Diese riesengroße Datenbank ermöglicht Datenaufnahme in Echtzeit. Sie ermöglicht es, über tausende Computer weltweit gespeichert zu werden und dadurch eben auch unhackbar zu sein und auch dadurch, dass sie verifiziert sind von den Minern, ich kläre gleich, was das ist, und da sie verifiziert sind, eben auch wahr zu sein. Das heißt, eine Datenfälschung ist überhaupt nicht möglich, technisch gesehen, kann nicht mehr stattfinden. Das alles macht das Ganze sehr interessant. Dieses Netzwerk von vielen tausenden Computern, stell es dir vor, könnte so aussehen wie ein Spinnennetz. Alle Computer sind miteinander vernetzt und nehmen zunächst einmal an ihren Schnittpunkten, den Knotenpunkten oder auch Nodes, Englisch, alle Transaktionen auf. Eine Transaktion ist immer ein Datentransfer, egal ob es sich hierbei um Geld, also sprich Bitcoin-Transfer handelt oder ob es sich um Datentransfer handelt im Sinne von Informationen. Das spielt dabei keine Rolle. Alle Knotenpunkte nehmen alle Daten auf und speichern diese ab. Das ist also das, was die Knotenpunkte machen. Je nach Ausrichtung der Knotenpunkte, da gibt es für unterschiedliche Qualitäten, werden diese Knotenpunkte, auch Nodes genannt, rewarded, also belohnt für ihre Tätigkeit. Das ist also ein passives Einkommen, was man sich generieren kann, wenn man weiß, wie es geht. Die Miner, die machen Folgendes. Die verifizieren die gesammelten Daten auf Echtheit im Sinne von zum Beispiel Vermeiden des Double Spending, also des doppelten Ausgebens. Da sprechen wir dann natürlich eher von den Kryptowährungen, in dem Sinne hier heute vom Bitcoin. Das bedeutet, du bekommst von mir einen Bitcoin gesendet, dann prüfen die Miner, ob ich überhaupt über diesen einen Bitcoin verfüge, den ich dir gebe. Das ist genau das, was ja die Intermediäre bei den Banken machen, das prüfen, ob das Geld überhaupt demjenigen gehört, der es denn versendet. Die Miner prüfen also die Wahrhaftigkeit der Zahlung und alle ungefähr 10 bis 12 Minuten bündeln sie alle Transaktionen zu einem Block zusammen. Sie finden die sogenannte Nonce, also eine zufällige Zahl, und der diese Nonce findet, der darf alle vorangegangenen Transaktionen der letzten 10 bis 12 Minuten zu einem neuen Block zusammenfassen und bekommt dafür im Moment 12,5 Bitcoins pro Block. Also du kannst sagen, alle 10 bis 12 Minuten entstehen 12,5 Bitcoins. Derjenige, der den Block also findet, Transaktionen darin bündelt und an den vorangegangenen Block mittels der Nonce anknüpft, anschweißt sozusagen, der erhält als Belohnung 12,5 Bitcoin und alle Transaktionsgebühren. Anders als beim SEPA-Verfahren haben wir hier kleine Transaktionsgebühren, die bewegen sich aber wirklich im Cent- oder Euro-Bereich, also ganz, ganz klein, nicht zu vergleichen mit den SWIFT-Gebühren, wenn wir außereuropäisch Gelder versenden möchten. Also wirklich minimal. Die Miner werden also belohnt, die Masternoder werden belohnt, also die Inhaber dieser Knotenpunkte, dieser Rechner werden belohnt. Und die Inhaber, Versender, Benutzer der Coins werden belohnt, ganz einfach, weil sie Peer-to-Peer, also direkt von Mensch zu Mensch, Geld versenden können. In diesem Falle hier Bitcoins, ohne dass sie irgendjemanden Rechenschaft ablegen müssen, außer eben dem Netzwerk. Dadurch, dass viele tausende Rechner auf der Welt miteinander verknüpft sind und die Wahrhaftigkeit dieser Transaktion prüfen und bestätigen, sprechen wir hier von einem dezentralen Netzwerk. Das heißt, dieses System kann weder gehackt, noch kontrolliert, noch außer Kraft gesetzt werden. Es könnte nur außer Kraft gesetzt werden, wenn die Regierungen beschließen, tatsächlich hier
das Internet abzuschalten. Aber wenn das passieren würde, dann hätten wir riesige andere Probleme, denn dann geht es nicht mehr um Kryptowährung, dann sind die Staaten und Regierungen völlig handlungsunfähig, weil alles schon heutzutage über Internet und über Datenbanken läuft. Es geht nicht mehr ohne. An diesem Punkt sind wir mittlerweile angekommen. Mining ist also der Begriff, wie Bitcoin entsteht. Wir haben mittlerweile weit über 5.900 Coins, verschiedene Coins. Und nicht alle werden über Mining oder Minting erstellt. Es gibt auch andere Verfahren, andere Möglichkeiten. Und manche einfach nur so auf Knopfdruck. Und ich muss leider sagen, der größte Teil dieser 5.900 Coins ist einfach nur Betrug, ist wirklich Scam. Ist gemacht, um das Geld, dein Geld zum Beispiel, in der Betrügertasche zu transferieren. Mehr ist das nicht. Das sind also absolute Zockereien im Gange. Und ich bin ein großer Befürworter der Regulation. Denn diese Regulation, die jetzt kommen von den Regierungen, die haben zur Folge, dass wir hier hoffentlich auch eine Marktbereinigung sehen. Eine Marktbereinigung im Sinne, dass diese Abzocker, diese Betrüger, dass es ihnen erschwert wird, hier den Markt zu entern und damit natürlich auch den Ruf von Bitcoin und Kryptowährungen eben zu ruinieren. Also manchmal sind Regierungen auch gut und hilfreich und in diesem Falle der Regulierungen natürlich auch wirklich unterstützend. Gleichwohl sei angemerkt, dass Regierungen nicht die Macht haben, Bitcoin und Co., diese Kryptowährungen zu stoppen, aufzuhalten oder sonst wie. Sie können sie behindern, blockieren, schlecht reden, das können sie natürlich, aber das ist auch schon alles. Dann kommt uns immer wieder der Begriff POW oder POS unter. POW steht für Proof of Work, also Prüfe der Arbeiten. Das ist genau das, was Mining ist. Die Miner prüfen mit Arbeit, mit Prüfungsvorgängen, ob derjenige, der den Bitcoin versendet, auch den Bitcoin hat. Und das nennt man Proof of Work. Mining selber ist ein sehr aufwendiger Prozess, der eine riesige, riesige Rechenleistung verbraucht und dadurch leider auch im Ruf ist, ja, nicht der umweltschonendste Prozess zu sein und leider recht hat. Allerdings muss man fairerweise dann dazu auch sagen, dass die meisten Mining-Farmen, das sind riesige Rechenzentren, dass diese meistens auf Naturenergie zurückzuführen sind. Sei das Erdwärme, sei das Wasserenergie, sei das Solar. Natürlich ist auch China bekannt mit seinen umweltunfreundlichen Mining-Anlagen. Also auch das ist natürlich der Fall. Insgesamt kann man also sagen, Mining selber ist nicht gerade umweltfreundlich. Mining auch ist nicht mehr wirklich dafür gemacht, meines eigenen Ergebnisses nach, um Geld zu verdienen, Geld zu investieren. Ich selber bin zwar noch im Mining investiert, weil es ja nicht abschalten lässt, aber es rechnet sich nicht mehr. Und Mining ist also dieses Proof of Work, dieses Prüfen der Arbeitsprozesse. Dann haben wir Proof of Stake. Proof of Stake bedeutet Prüfen der Anteile. Das ist ein sehr ressourcenschonendes Verfahren, denn mittels eines kurzen Ping ins Netzwerk wird überprüft, ob die Node die entsprechenden Coins, die sie besitzen muss, auch hat und entsprechend wird sie belohnt. Um eine Node zu werden, wenn du jetzt zum Beispiel ein passives Einkommen generieren möchtest, brauchst du also zunächst mal die Software auf deinem Rechner, das ist das eine, und du brauchst zwingend eine bestimmte vom Netz, von dem Coin vorgegebene Anzahl der entsprechenden Coins, die du selber behalten musst und mittels Ping bei Proof-of-Stake-Verfahren ans Netzwerk weitergibst, das, wie viele Coins du hast. Proof-of-Work und Proof-of-Stake sind also Prüfverfahren unterschiedlicher Art und diese sind mehr oder weniger ressourcenschonend oder ressourceaufwendig. Wenn wir jetzt also hier schon von den Fachbegriffen sprechen, nehmen wir uns gleich den nächsten vor, nämlich das berühmte Halving. Jeder fragt sich, was ist das Halving? Halving bedeutet zunächst einmal Halbierung. Beim Bitcoin findet das Halving alle ungefähr 4 Jahre statt, um präzise zu sein, alle 210.000 generierten Blöcken. Wenn also ein Block alle ca. 10 bis 12 Minuten entsteht, dann kann man das also rechnen, dass das dann 4 Jahre sind.
Pro Block, sagten wir, gibt es derzeit 12,5 Bitcoin für den Miner, der die Nonce findet und alle Transaktionen zu diesem neuen Block zusammenfassen darf und mittels dieser Nonce an den vorangegangenen Block anschweißen darf. Das bedeutet, ab Mai 2020 werden nur noch 6,25 Bitcoins ausgeschüttet pro Block und dann in 4 Jahren später nur noch die Hälfte, nur noch 3,125 und so weiter. Und deswegen wird der letzte Bitcoin erst voraussichtlich rein rechnerisch im Jahr 2140 gemeint werden. Jetzt stell dir vor, es sind sehr, sehr viele Spieler am Markt. Stell dir vor, um die Erde verteilt gibt es riesige Miner-Farmen, es gibt kleinere Mining-Farmen, es gibt einzelne Miner, die einen einzigen Rechner bei sich im Keller stehen haben. Und es gibt weniger Ausschüttung, aber es gibt den gleichen Stromverbrauch und es gibt die gleichen Kosten, zum Beispiel eben für Ersatzbeschaffung von neuen GPUs, CPUs, also den Recheneinheiten, die das eigentliche Finden der Bitcoins ermöglichen. Dadurch befinden wir uns in einer riesigen Marktbereinigung, eigentlich schon, wenn man genau hinguckt, schon seit Anfang folgenden Jahres, als der Bitcoin eben in die Marktbereinigungsphase eintrat. Manche sagen Blase, ich nenne es Marktbereinigung, eine ganz natürliche Sache. Da sehen wir eben schon, dass Mining-Farmen geschlossen haben. Und die Miner also de facto nichts mehr verdienen. Und dieses wird sich weiter fortsetzen, spätestens nächstes Jahr ab dem Mai 2020. Und für alle, die Bitcoins haben, wird es natürlich sehr, sehr spannend. Was macht das mit dem Kurs? Denn du musst dir überlegen, du hast ein Gut, eine Bitcoin, eine Kryptowährung, die immer mehr Menschen haben möchten, denn die Leute werden ja jetzt aufmerksam, die gleichzeitig in der Verfügbarkeit weniger wird. Denn alle 10 Minuten entstehen da nicht mehr 12,5, sondern nur noch 6,25 Bitcoins. Was passiert mit einem Gut, das mehr Menschen haben möchten und das weniger verfügbar ist? Richtig, der Wert steigt. Deswegen, wenn du interessiert bist, Bitcoin zu kaufen, warte nicht zu lange. Der Markt wird sich rasch und dann wird er wirklich dann kurzfristig explodieren, um dann wieder vielleicht einen Rückzug zu machen und so weiter. Aber der Trend geht mit Sicherheit nach oben. Also dessen dürften wir uns sicher sein. Bitcoin ist meiner Meinung nach, meiner ganz persönlichen Meinung nach, kein Bezahlcoin. Er wird es nicht in die Richtung schaffen, dass er für den Alltag tauglich ist. Ganz einfach, weil wir zu wenig Transaktionsvolumen haben. Wir können zu wenige Transaktionen pro Minute durchführen. Und wir brauchen ja, wenn ich jetzt Händler bin, brauche ich ja die Bestätigung vom Netzwerk. In der Regel sind es 3 bis 6 Bestätigungen vom Netzwerk, dass eben der Coin auch bei mir gelandet ist. Und das geht natürlich nicht. Bis das durch ist, diese 10, 12 Minuten, da ist der Kaffee kalt, das Brötchen alt und das macht natürlich keinen Spaß. Da gibt es andere Bezahlcoins, die hier den Markt erobern. Aber da kommen wir in späteren Folgen einfach mal darauf zurück. Im Moment kann man also festhalten. Blockchain, größte Datenbank der Welt. Bitcoin ist Proof-of-Work-Verfahren, also ein sehr aufwendiges Verfahren, sehr umweltbelastendes Verfahren. Es gibt aber eben auch Proof-of-Stake, das haben andere Coins. Es gibt das Halving, also circa alle 4 Jahre, alle 210.000 neuer Blöcke wird die Ausschüttung halbiert, von jetzt 12,5 auf ab Mai 2020 auf nur noch 6,25 und dann fortführend. Und so erleben wir eine sowohl Marktbereinigung der Mining-Farmen als eben auch natürlich eine Wertsteigerung des Coins. Der wird natürlich logischerweise, konsequenterweise einfach passieren. Was brauchen wir für heute noch? Ich denke mal, das reicht erstmal, denn damit haben wir ja schon mal festgestellt, was Bitcoin ist, was Mining ist. Man kann mit Mining noch Geld verdienen, aber nicht mehr wirklich. Es gibt bessere Möglichkeiten, auch darin, wie gesagt, werden wir eingehen. Und so hoffe ich, dass du erstmal ein größeres Verständnis hast. Guck einfach auf meine Seite kryptoentrepreneurin.com. Ich stelle den Link hier unten rein und dann zeige ich dir da auch noch mal etwas dazu. Wenn dir der Krypto-Podcast gefällt und der Meinung bist, seine Freunde sollten ihn auch hören, dann teile ihn einfach gerne. Und wenn er dir gefällt, dann hinterlasse gerne eine positive Bewertung
auf iTunes. Ich freue mich auf dich und morgen gucken wir einfach mal von der wissenschaftlichen Seite her, wo befindet sich denn Blockchain-Technologie und wo befindet sich Cryptocurrency, also Kryptowährungen, in welchem Entwicklungsstadium befinden die sich. Da gibt es nämlich ein sehr, sehr interessantes Tool und das stelle ich dir morgen vor. In dem Sinne, bleib neugierig, wir hören uns morgen. Tschüss!